il centro della cultura, il centro della presentazione nasce mich natürlich dann vorher informiert und recherchiert, aber als ich dann selber dort war und das alles zum ersten Mal gesehen habe, war ich wirklich sehr, sehr, sehr überwältigt. Also ich hätte es mir einfach nicht so schön vorgestellt und ich habe schon viele Länder bereist und war in der Welt unterwegs und ja, also so ein kleines Land voll Schönheit und so wunderbarer Natur, das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt, muss ich sagen. Und es war ja ein großer Wunsch eben von mir, das auch möglichst in diesem Film auch zu transportieren. Michael Bade, koji je stvarno neumorno tabu, znači nije li si ovaj stjelo tako, svaka ti čast. Hvala.